Hallo, willkommen zu meinem Wochenrück- und Ausblick. Es geht um die Woche 22. Auf meinem Kanal geht es um das Thema Börse, Investment und Charttechnik. Wir beginnen wie üblich mit dem Dow Jones. Der Dow Jones hat in der vergangenen Woche einerseits diese Linie getestet, sind in Summe gesehen nach wie vor noch in einer Seitwärtsbewegung. Wobei wir hier einerseits die Hochs der Vorwoche getestet haben, aber auch jetzt da bereits schon nahe des Tiefs der Vorwoche gewesen sind. Freitag hat man sich wiederum hochgerettet, konnte das Gap, welches vom Mittwoch auf den Donnerstag entstanden ist, nicht schließen. Und ist nach wie vor noch in einer abwartenden Haltung. Interessant ist, da müssen wir hier unten schauen, ist das Volumen. Freitag, da der in einem Plusmann geschlossen hat nach der Eröffnung, also eine grüne Kerze ist klar, ist das Volumen drastisch zurückgegangen. Heuer für heuer überhaupt das geringste Volumen überhaupt. Also wenn wir hier da jetzt da mit dem Jänner beginnen, sehen wir hier extrem geringes Volumen. Das sah am Vortag komplett anders aus, als verkauft worden ist. Hier war ein extrem hohes Volumen, vergleichsweise jetzt dazu die vorhergehenden Tage bzw. Wochen bis hierher. Das zeigt mir immer wieder, wenn verkauft wird, zieht das Volumen an. Das heißt, es fließt Kapital aus dem Markt raus. Hier sehen wir das so schön. Auch hier und hier. Schauen wir uns das jetzt nun etwas näher an im 60-Minuten-Chart. Na, das ist noch einmal der Tageschart, allerdings diesmal etwas größer. Da sehen wir die Situation noch einmal wesentlich besser, wie ich schon vorhin sagte. Das Volumen ist rückläufig, hier abwärts gerichtet die Bewegung mit einem Ausbruch nach oben am vergangenen Donnerstag, also vor ja und das Volumen im Abverkauf war dementsprechend hoch. Nun zum 60-Minuten-Chart. Hier sehen wir das, was ich vorhin schon sagte. Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage, danach mit dem Donnerstag, dem Abverkauf. Und jetzt Freitag ein Inside Day, wo nicht Fisch, nicht Fleisch, man nun in einer abwartenden Position ist. Entweder schaffen wir einen Ausbruch nach oben, dann wird das erste Ziel natürlich sein, das Gap zu schließen. Und dann ist die Frage, hat man wirklich die Kraft, zulegende Kurse zu sehen, oder war das nur ein Fehlausbruch und es geht schnurstracks runter? Laut dem Chart jetzt muss man beides annehmen, wobei ich tendenziell eher dafür fallende Kurse für nächste Woche tendiere. Da das Chartbild meiner Meinung nach mit den Kursen nahe dem Low vom 13. 14. hier sich massiv eintrübt. Schauen wir uns nun gleich den DAX an. Hier wird es umso deutlicher. Der DAX hat sich an die Trendlinie herangewagt. Ist sogar minimal darunter gewesen am Donnerstag, konnte sich am Freitag wieder hochkämpfen.
Spitz auf Knopf, was passiert jetzt? Da fallen wir runter. Wenn wir unter die 11.850,46 fallen, dann sehe ich massiven Abwärtsdruck. Also da lege ich mich schon einmal fest, unter dieser Marke ist der Ofen aus und wir sehen Abwärtsdruck und massiv fallende Kurse. Momentan kann man es schwer einschätzen. Schaffen wir die Wende nach oben noch einmal oder nicht? Interessant ist, wenn wir uns den nächsten Index anschauen, ich gehe da hier diese Liste jetzt ganz einfach durch, den nächsten Index, die Nasdaq, also den Technologieindex, der sich gegenüber dem DAX und dem Dow wesentlich stärker nach oben hin entwickelt hat, also viel mehr Prozente, aber auch jetzt das Rückschlagpotenzial wesentlich höher ist, so ist die Nasdaq bereits an der Unterstützung dran. Zur Erinnerung, wir haben vorhin gesagt, beim DAX wäre hier diese Unterstützung. Beim Dow Jones ist hier die Unterstützung. Also bei der Nasdaq sind wir bereits an dieser Unterstützung dran gewesen am Donnerstag. Konnten die noch verteidigen. Allerdings am Freitag sahen wir nur fallende Kurse im regulären Handel. Das ist immer nur der Index. Also von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Wir sahen hier Abwärtsdruck und schlossen nahe dem Tageslow. Und das bedeutet für mich nichts Gutes für kommende Woche. Und da sind wir jetzt da eigentlich schon bei den einzelnen Aktien im Index. Schauen wir uns da gleich die Google-Aktie an. Ja, wenn wir da jetzt zurückzählen, die letzten 5 Handelstage nur seitwärts, keine Dynamik nach oben. Vorerst auch noch keine Dynamik nach unten, also nur seitwärts Geschiebe. Microsoft, ähnliches Bild, auch in der abwärts gerichtet. Man konnte diese Marke, von der ich letzte Woche gesprochen habe, dass man diese unbedingt überschreiten muss, um ein bullisches Signal zu erhalten, hat man sich jetzt immer weiter entfernt. Das deutet an, dass wir einerseits die Trendlinie zu Beginn des Jahres, die Aufwärtstrendlinie, nun testen werden. Sollte die nicht halten, ja, dann sehen wir Kurse von 120, 121 als erste Auffanglinie und dann auch natürlich die 116 als große breite Unterstützung. Apple-Aktie, die kommt überhaupt nicht mehr in die Gänge. Bei Apple bin ich bärisch und zwar nämlich bereits seit hier oben, als die Korrektur abgeschlossen ist. Wir erinnern uns an meine Cluster, die ich da gemalt habe. Vor etwa 3-4 Wochen war dies und seitdem durchstoßen wir eine Unterstützungslinie nach der anderen. Die nächste Unterstützungslinie haben wir hier jetzt unten bei 170. Das heißt, bis dahin muss die Aktie oder wird die Aktie vermutlich fallen. Ob sie sich dann nachher aufgrund dieser Unterstützungen, also hier hatten wir ja einige Kurse im Februar, ob sie sich dann nachher fängt, muss man sich dann auch anschauen. Derzeit deutet nichts dahin, dass wir hier einen Ausbruch nach oben hin sehen, eine Korrektur nach oben hin. Trendfolgend muss man hier fallende Kurse annehmen, bis zu diesen 169, 170 in etwa. Amazon, der nächste Tech-Titel, ist bereits an der Unterstützung runtergerutscht, konnte sich wieder hochkämpfen, am Freitag wiederum darüber eröffnet und sah trotzdem nur noch fallende Kurse. Auch hier gilt dasselbe, bricht diese Unterstützung, dann geht es dynamisch abwärts. Facebook, ähnliches Bild, mit
einen Hauch besserer Ausgangslage. Man ist hier von dieser Unterstützungslinie noch etwas weiter weg, aber fällt eine der oder fallen zwei, drei Tech-Titel, wird sich auch dieser Wert nicht davon entziehen können. Und wie dynamisch und rasch es runtergehen kann, zeigt uns gleich der nächste Wert, die Tesla-Aktie. Wir erinnern uns, mit dem Bruch von den 242 hat sich das Bild drastisch verschlechtert. Wir sehen hier stetig fallende Kurse. Kurzer Schwenk auf den Wochenchart, wo ich eines sehe, und zwar nämlich, dass hier womöglich eine Auffanglinie sein könnte. Diesbezüglich habe ich ein eigenes Video erstellt, das ich euch dann auch gleich hier verlinken werde. Also Tesla, nächstes Ziel 180. Nun kommen wir zu diversen Schwergewichten aus dem Dow Jones. Wir beginnen mit der Boeing-Aktie. Die Boeing-Aktie hat genau das gemacht, was ich angenommen habe. Man hat hier diese Widerstandslinie, die ist ja jetzt ja gebrochen gewesen, also das ist jetzt ein Widerstand geworden, hat man getestet. Einmal abgeprallt, zweites Mal abgeprallt und am Freitag ist man auch wiederum abgeprallt. Ich bleibe nach wie vor noch bei meinem Ziel in der Ferne 292, auch wenn wir hier jetzt da korrektiv unterwegs gewesen sind. Das Ziel bleibt hier unten. Nächste Aktie Johnson & Johnson, ein Schwergewicht aus dem Dow Jones. Seitwärts Unentschlossenheit. Könnte das irgendwie so eine bärische Flagge interpretieren, aber erst wenn wir hier drunter sind, kommt die Dynamik nach unten hinauf. Ein Wert oder eine Aktie, die massiv unter Druck ist. Auch hier ganz kurz der 3-Wochen-Wochenchart. Hier sehe ich eine Chance auf Long zu spekulieren, also die Aktie zu kaufen. Vorher sehe ich keinen Grund, warum man diese Aktie jetzt schon im Portfolio halten sollte. Also man ist hier weiter massiv unter Druck und ist jetzt nur noch wenige Dollar entfernt. Schauen wir, was da noch passiert. Die nächste Aktie hat jetzt die Unterstützung gebrochen. Kraft Heinz ist das. Mein Ziel bewegt sich hier wesentlich tiefer. Auch schon ein eigenes Video gibt es bezüglich darüber. Die Aktie, die halte ich einen Short. Ich bin zwar jetzt der erst magere 2 Dollar im Plus, an Kursbewegung wohlgemerkt. Allerdings sollte nun jetzt da wesentlich mehr Druck nach unten hin aufgebaut worden sein, sodass es jetzt ja relativ rasch gehen wird, dass wir fallende Kurse sehen. IBM, auch ein Schwergewicht aus dem Dow Jones, ist dabei, diese Kurslücke zu schließen. Wir erinnern uns an die Videos vor einigen Wochen, als wir hier noch oben gewesen sind. Ich bin damals schon ausgegangen, dieses Gap wird zugemacht und so bewegen wir uns schön langsam, aber sicher immer tiefer in Richtung des Gaps. Wir haben zwar hier jetzt da den Eröffnungskurs oder das Lower mal kurzfristig getestet, aber der Freitag wiederum die rote Kerze. Auch hier sollte es wesentlich tiefer gehen. Hier ein Dividendenwert AT&T. Die Aktie ist auch jetzt in einer Seitwärtsbewegung, hält sich noch über diese wichtigen Marke. Ich habe die Aktie in meinen Dividendenbroker drinnen, überlege zu verkaufen. Bin dort einigermaßen im Plus, habe die Aktie hier unten ja gekauft. Also etwa 7-8% bin ich im Plus. Und ja,
Nun kommen wir zu der Kategorie Bezahldienste. VisaCard, seitwärts gefangen. Ich habe damals gesagt, wenn wir hier darunter fahren, dann kommt Abwärtsdruck auf. Sind zwar drunter gewesen, wir haben uns wieder drüber gekämpft. Also kein Tagesschlusskurs, der signifikant unter der Linie ist. Also hier abwartende Haltung, Mastercard, ähnliches Bild. American Express schaffte auch nicht den Ausbruch nach oben. PayPal ist hier an der Trendlinie, zweimal sich noch knapp davor gerettet, aber auch diese Aktie sollte unter Druck sein. Nun kommen wir zur Wirecard-Aktie, die komplett anders läuft. Ich bin davon ausgegangen, dass wir maximal bis 151 laufen werden und dann noch drehen. Der Markt hat mich eines Besseren belehrt. Zum Glück habe ich noch keine Short-Position und überlege mir ernsthaft, die Aktie weiter zu beobachten, aber mich nicht short zu positionieren, so wie ich es anfangs eigentlich vorhatte, weil ich davon ausging, dass wir hier Kurse sehen. Also hier warte ich ab, wenn wir hier jetzt da unter die 142, also in diesen Bereich eintauchen. Danach sollte Abwärtsdynamik eintreten und ich werde mich vielleicht wiederum short positionieren. SAP, Seitwärtsbewegung, kurz vorm Wegkippen, kurz vorm Runterfallen. Auch hier haben wir eine kleine Kurslücke, die ein mögliches Ziel sein kann. Die Allianz-Aktie, auch die hat am Donnerstag gezeigt, dass sie einen Schwächeanfall erleiden kann. Und auch weiterhin wird, vermute ich. Kann ich die Marke da neu versetzen. Unter dieser Marke wird dann noch der Druck nach unten in größer werden. Nächste Aktie mit einem etwas anderen Bild, so eine bin nach oben gerichtet, die Münchner Rück. Hier ging ich davon aus, dass wir einerseits diese Linie testen werden und dann auch in weiterer Folge vielleicht doch das Gap noch zumachen. Der Markt scheint meiner Überlegung zu folgen, also hier sehe ich eh in der Long-Kurse, doch danach wird das Ding vermutlich auch kippen. Nun mein Dauershort-Kandidat, VW, Volkswagen. Hier habe ich am Donnerstag in meiner Skype-Gruppe und auch auf Facebook auf mehreren Seiten gepostet. Die Short-Position ist geschlossen. Ich habe hier die Kurse von 142, 141, ich habe die letzten geschlossen. Von da oben 163, 162 und 52,5 hatte ich Short-Positionen, die auch hier zum Teil schon wieder abgebaut oder reduziert, verkleinert worden sind und dann wieder aufgebaut. Also ich habe hier, wie gesagt, alles verkauft. Halte momentan keine Aktie. Ihr kennt vielleicht meine Regel 3 plus 1. Jetzt muss man hier sehr genau schauen. Brechen wir diese Linie, ja, dann wird vermutlich die Aktie so wie der Gesamtmarkt in diesem Bereich hinunter stolpern. Womöglich auch dieses Tief nochmals anvisieren. Und danach sehe ich eigentlich die Aktie massiv unterbewertet. So dass es immerhin einer der größten Autobauer der Welt, ob der jetzt da auf 1 oder 2 steht, mit Toyota immer sich da abwechselt. Also mit anderen Worten, alleine aus der Nutzfahrzeugsparte heraus, aber auch sonst im breiten Segment, ein Riesenautobauer, eine Aktie, die ein verlässlicher Dividendenzahler ist, auch wenn diese mal gekürzt worden ist. Also es sind trotzdem noch schöne Dividenden, die bezahlt werden. Die Aktie werde ich dann nachher aufstocken, wenn wir diese Marke, beziehungsweise hier aufstocken, wenn wir diese Marke erreichen. Also mit anderen Worten, hier jetzt genau zu schauen, ob ich eine Position aufbaue oder nicht, werde ich danach entscheiden oder erst hier unten. Ja. Ein Autobauer, den ich jetzt da neu reingenommen habe und auch beobachten werde in Zukunft, ist Porsche. Porsche mit einem ähnlichen Bild.
Wir haben hier fast die gleiche Linie, zwar nicht ganz, aber ein ähnliches Bild. Auch hier ist die Frage, bricht's? Wenn es bricht, ja, wohin gehen wir dann? Dann rechne ich eher hier unten. Auch hier will ich eine Position aufbauen. Gleich zur nächsten Aktie, BASF. Hier halte ich bereits jetzt eine Position, will dann auch hier unten weiter aufbauen. Auch ein Dividendenwert. Dann noch die nächste Aktie Bayer selbst. Die Aktie bin ich ja extrem bärisch. Ich halte seit hier oben eine Short-Position. Habe zwar diese reduziert, habe die allerdings jetzt ja nicht mehr zurück vergrößert, sondern halte diese halbe Short-Position von hier oben und warte ganz einfach ab. Ziel ist es bei dieser Linie, also bei 44 Euro, long zu gehen. Schön klein, wenn es tatsächlich dreht und retest und so weiter, dann vielleicht ein bisschen größer und nachbauen. Aus dem einfachen Grund, schon von der Dividendenseite her ist die Aktie interessant, ob die Dividende jetzt noch weiter gekürzt wird oder nicht, sei dahingestellt, aber rein mathematisch so schon gerechnet, ist bei diesen Werterunden, wenn man so günstige Kaufkurse, günstig und Anführungszeichen, es sind ja viele Fragezeichen offen, in Sachen Schadenersatzforderung, Klagen und, gibt ein interessantes Video dazu von einem Kollegen, der diesbezüglich meint, dass gerade die Gesetzeslage in den USA hochinteressant ist, dass viele dieser Klagen, die da eingereicht worden sind, in einer Sammelklage nicht so dramatisch sind, wie man es eigentlich in Europa annimmt, weil das meistens auf einen Vergleich hinausläuft und dann sind die Vergleichssummen wesentlich geringer als wie das, was tatsächlich geklagt worden ist. Also ohne jetzt fundamental auf das hier einzugehen, der Chart sagt mir, hier unten ist es sicherlich interessant, als eine Position einzugehen und dann nachher abzuwarten. Diese Aktie, die habe ich auch jetzt neu reingenommen. Ein Stromanbieter in den USA, der von einem Oldtimer hoch zum nächsten jagt. Hier jetzt die Aktie zu kaufen, rate ich ab. Man ist ganz einfach zu gut, zu hoch gelaufen, aber von der Dividendenseite und auch wenn es wirklich eine Korrektur gibt, überlege ich hier Positionen einzugehen, womöglich auch sogar hier unten nachzukaufen. Okay, gut. Dann noch kommen wir hier, ja, eine Beteiligungsgesellschaft. Okay, gut. Wir kommen jetzt da, na andersrum. Wir bekommen jetzt dazu zu Öl. Öl hat die Trendlinie gebrochen. Wir erinnern uns, letzte Woche sprach ich davon, man muss hier über diese Marke kommen, um im bullischen Segment zu bleiben. Prompt hat man gedreht, hat die Linie durchbrochen und damit ein Short-Signal generiert. Nächstes Ziel, auch wenn es hier jetzt da korrigieren mag, vielleicht korrigieren wir bis, ich mal das jetzt einmal so rein, ja, bis hierher und dann kann man schon neue Short-Positionen eingehen. Nächstes Ziel ist hier unten. Öl ist zumeist ein Vorläufer für die Indizes und das bedeutet eigentlich nichts Gutes, wenn der Ölpreis US-Öl so wegbricht. Ja, das könnte auch natürlich signifikant für die Indizes und auch für die Aktien, Tech-Titel und so weiter, was ich vorhin gesprochen habe, sein, dass wir hier tatsächlich fallende Kurse sehen werden. Nächstes ist Gold. Gold hat hier oben meine Short-Position, also die Sell-Order ausgelöst. Bin relativ rasch und relativ schnell ins Plus gekommen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Frage ist, drehen wir, haltet dieser Boden? Diesen Bereich, den kann ich rausnehmen, weil der nicht mehr signifikant ist.
Also mit anderen Worten, man muss hier unter diese Marke fallen, um die nächsten Abwärtsbewegung einzuleiten. Momentan schaut es nicht danach aus. Wenn es ganz blöd läuft, werde ich Stop-Loss 0, also kein Gewinn, kein Verlust, rausfallen. Es ist mir ehrlich gesagt zu knapp, die Position jetzt mit einem Stop-Loss zu versehen. Vielleicht ein paar Cent werde ich es ins Plus heben. Aber das war es eigentlich schon. Ich sehe, wie gesagt, nach wie vor noch in der Abwärtsbewegung mehr Chancen als in der Aufwärtsbewegung. Und daher bleibe ich noch short eingestellt. Nun zum Schluss zum Bitcoin noch. Der Bitcoin hat mir den Gefallen letzte Woche gemacht, eine schnelle Abwärtsbewegung zu machen. Ich bin dann auch hier unten raus. Habe es allerdings versäumt, die Longseite gleich aufzusuchen. Jetzt sind wir in einer abwarteten Haltung. Nach wie vor noch kommt ein Sprung nach oben. Wenn der Sprung nach oben kommt, ja, dann ist natürlich über dieser Marke fast die 10.000 das nächste zwangsläufige Ziel. Brechen wir weg, dann ist das Ziel hier unten. Mit anderen Worten, es sind in beide Richtungen große Bewegungen oder viele Punkte zu holen. Und man kann sich eigentlich nicht festlegen, was jetzt tatsächlich als nächstes kommt. Es muss eben, wie gesagt, mal das jetzt einmal so rein, die 7500 etwa unterschritten werden, um einen Short-Trigger auszulösen, oder diese Marke mit rund 8500 überschritten, um einen Long-Trigger auszulösen. Hier werden in diesem Bereich, schätze ich, sehr viele Stop-Loss liegen, und hier werden sehr viele Kauforders liegen. Fazit: abwarten, schauen, was tatsächlich passiert. Okay, gut, das war's. Ich wünsche noch ein schönes Restwochenende bzw. eine gute Woche. Abonniert meinen Kanal, sofern ihr das nicht schon gemacht habt. Ganz wichtig, denn nur so, wenn ihr auch die Glocke aktiviert, erhaltet ihr eine E-Mail, dass etwas Neues ich online gestellt habe. Ansonsten am Mittwoch, 11:30 Uhr, wiederum auf diesem Kanal live, Betrachtungsweise des DAXes und einzelne Aktien aus dem DAX. Montag hat die USA zu, und auch in England und weiteren. Am Donnerstag ist auch ein Feiertag. Auch hier ist zu beachten, dass der eingeschränkte Handel ist an manchen Märkten. Also mit anderen Worten, nächste Woche wird relativ wenig los sein. Es sei denn, man über- oder unterschreitet bestimmte Marken, und es wird aufgrund handelsdünner Bewegungen relativ rasch in die eine oder in die andere Richtung laufen. Ja, bis nächste Woche.